Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur?
Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht. Geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Assassin's Creed Syndicate-Freunde. Hier ist euer Ruby und wir spielen Assassin's Creed Syndicate, wie schon gesagt. Und ja, es kommt möglicherweise etwas spät, aber das hat einfach verschiedene Gründe. Erstens mal, ich habe das noch nicht so lange, ich habe noch ein bisschen abgewartet. Und außerdem gab es bei mir im Zuge des neuen AMD-Grafiktreibers ein paar Probleme. Die musste ich erstmal beheben. Und heute kam zum Glück vor ein paar Stunden auch der neue Patch für Assassin's Creed Syndicate raus, in dem das ganze Spiel nochmal um einiges flüssiger läuft. Also das merke ich hier wirklich deutlich. Wir haben jetzt endlich mal konstant über 30 FPS, obwohl das schon sehr niedrige Grafikeinstellungen sind. Ich habe halt keinen sehr guten Rechner. Und jetzt gehen wir aber kurz hierher erstmal. Ich habe die erste Mission schon mal gemacht und hatte die auch aufgenommen, aber naja, hat wie gesagt nicht ganz so gut funktioniert. Also das hättet ihr euch nicht angucken wollen, das ist wirklich super. Ich habe jetzt so rund 40 FPS immer, vorher hatte ich immer so 25, also ja. Deshalb nehme ich es lieber jetzt nochmal neu auf für euch, damit ihr euch keine Diashow angucken müsst. Und danke Ubisoft, dass ihr wenigstens jetzt einen Update bringt. Es ist ja seit dem 19. für den PC raus. Und heute ist der zweite, wo ich es aufnehme. Also, ja. Das ist jetzt quasi das Teaser-Video. Da spiele ich mal die ersten beiden Missionen mit unseren beiden Zwillingen. Hier haben wir den einen, den Jacob. Und das andere, beziehungsweise die andere, haben wir eben schon gesehen. Den anderen Zwilling, das ist nämlich die Ivy. Nee, keiner repariert hier die Maschinen, wenn ich die vorher kaputt mache. So, aus. Alles gut gemacht. Wir sind erledigt. Bringt das in Ordnung. Schnell, bevor die Aufseher kommen. Nö, keiner wird das in Ordnung bringen. Jetzt haben wir dort einen von diesen Typen, von diesen, wie heißt der Typ? Ich weiß nicht, wie die Straßendame heißt. Nö, du lässt niemanden einen Schornstein baumeln. Ich habe die Untertitel an, das habt ihr gesehen. Soll ich das anlassen oder hättet ihr lieber, wenn es aus hat? Also wenn es aus ist. So, jetzt greifen wir erstmal an. Oh, da hat er gerade tatsächlich. Ah, wir müssen auf den Konter warten. Ich konnte gerade nicht angreifen. Okay. Es funktioniert immer noch nicht ganz mit dem Konter, manchmal reagiert es nicht. Es stand zwar schon im Update drin, also in den Update-News für heute, dass die das verbessert haben, aber immer noch nicht perfekt sind hier. So. Und das ist so ein Projekt, das, da werde ich nur die spannendsten Szenen nehmen. Und ab jetzt werde ich das schneiden, heißt, ich werde Zwischensequenzen drin lassen. Und so Szenen, die aber komplett unnötig sind, die man nicht wirklich braucht, weil ich fehle oder irgendwas mache. Also fehle, ja genau. Oder irgendwas mache, was ein bisschen blöd ist. Etwas weiter nach oben. Ja. Die schneide ich dann mal lieber raus. Und jetzt hier rüber. Ich kann auch nicht lange aufnehmen. Bedeutet, das wird erstmal eine kürzere Folge, die ich vielleicht sogar noch gar nicht schneide. Mal schauen, wie es wird. Die ersten zwei Missionen habe ich, wie gesagt, schon mal gemacht. Bam, und wir sind da. Und hallo, Kollege.
ja, Entdeckung. Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn sie in deren Blickfeld bleiben, werden sie aggressiv und greifen an. Wenn sie hinter eine Deckung... Achso, gehen sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann ihre letzte bekannte Position untersuchen. Tja, das kennt man schon so ein bisschen aus anderen Spielen. Und mir fällt gerade ein, ich plündere die hier mal. Ich plündere nämlich ganz gerne, um ein bisschen Geld zu kriegen. Da ich schon angespielt habe, aber nur kurz, kann ich auch sagen, Geld ist extrem wichtig. Also da gibt es wirklich schon am Anfang extrem viele Sachen, die man sich einfach leisten kann. Das ist nicht so wie bei den alten Assassin's Creed, sage ich jetzt mal. So. Ja, ist gut. Diese Kinder, die sind ja noch nerviger als die in Assassin's Creed 2. Kuckuck. Oh, und hier gibt es Kantenflimmern und solche Sachen auch. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen komisch. Aber immerhin läuft es jetzt flüssig. Das gefällt mir sehr gut. Na huch, was rennt denn hier im Kreis? So, hier können wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wir gehen mal mit A in den Schleichmodus. Und so hier können wir spielen mit Controller übrigens, für die, die es wissen wollen, können wir... Ja, so, das Adlerauge aktivieren. Hopp, Kuckuck. Markieren die Gegner, indem sie... Ja. So, und jetzt? Was können wir mit den Dingern machen? Können wir jetzt irgendwie hinter verstecken? Nö. Ich glaube, hier kommen wir um den offenen Kampf nicht rum. No, hier, das Konto hat schon wieder nicht funktioniert. Also dieses Zeitfenster ist entweder zu groß oder zu klein. Also entweder man drückt zu früh oder man drückt extrem zu spät. Bei mir kommt immer beides. Ich habe auch in der letzten Aufnahme quasi, die ich ja jetzt nochmal verworfen habe, extrem viele Fehler gefunden. Moment mal, kommen wir hier auch ohne? Weil ich bin bis jetzt immer hier lang gegangen. Ich habe die Mission auch schon ein paar Mal gespielt, weil ich halt 100% Synchronisation erreichen wollte bei meinem anderen Spielstand, aber ja. Und da haben wir es hier, die alternativen Wege. Finde ich super. Ja, ich kenne das alles schon. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann könnt ihr ja mal kurz Pause machen. Und ja. Also, ich glaube, ich... Nee, ich schneide das jetzt noch nicht. Ich schneide dann erst das nächste, den nächsten Part. Wenn ich mit Eevee spiele. Und hier könnt ihr jetzt einfach mal das volle Gameplay genießen. Je nachdem, wie viel ihr es genießt. So. Oh, den habe ich übersehen. So, jetzt hat das Content funktioniert. Das sind auch noch recht einfache Level 1 Gegner. Das sieht man an der 1 über dem Kopf. Also, ja. Oh. Ich kann es ja mal eben zeigen. Ich habe bis jetzt immer nur tödliche Takedowns gemacht. Jetzt, wenn die so ganz down sind, dann kann ich auch einen untödlichen Takedown machen. Sieht zwar nicht untödlich aus, aber wird als untödlicher Takedown ausgegeben. Ich weiß nicht, ob man dafür Punkte kriegt oder sowas. Es gibt auf jeden Fall eine Erfahrungsanzeige. Dort unten rechts, unten links sind unsere Leben. Also unten rechts von der Karte aus, meine ich. Und man sieht hier schon England 1892, wenn ich mich recht entsinne. Überall Kinderarbeit, also Zeitalter der Industrialisierung. Werdet ihr bestimmt alle schon mal was gehört haben von. Und das mit dieser, was am Anfang gesagt wurde, über diesen Templer. Steric, irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Zu der Zeit wurde ja tatsächlich tatsächlich Singapur erobert von den Engländern. So, hallo. Ja, man hört, hier ist ein sehr rauer Umgangston. Und ich muss dazu sagen, Assassin's Creed 3 ist der letzte Teil, den ich gespielt habe. Heißt, ich bin hier wirklich nicht mehr up to date. Unity soll ja nicht so gut gewesen sein. Das hier soll dann im Vergleich zu Unity deutlich besser sein. Aber ich habe auch schon ein paar Ungereimtheiten in der Story gesehen, die bei weitem nicht so gut waren wie in Assassin's Creed 3 oder beispielsweise der Ezio-Serie. Sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut.
aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Also ihr seht schon, der konnte ja nichts für seine Verletzungen und trotzdem wird ihm hier der Lohn gekürzt. Also ich weiß nicht, mehr Arschloch geht wirklich nicht. Aber so ist das damals wirklich passiert. Also ich bin ja ein historisch sehr begeisterter Mensch und ich mag sowas, wenn sowas halt abgehandelt wird. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? Gehen wir mal nach unten. Ich werde mich jetzt versuchen, erstmal hier rumzuschleichen, weil ich jetzt hier nicht wirklich Lust habe, irgendwie groß Konfrontation zu machen. Kuckuck. So, Attentat ausgeführt. Nehmen wir noch wieder den Loot mit. Kommen wir hier runter? Ja, von euch Kindern will ich doch gar nicht. Ich will euch bloß befreien. Okay, hier kommen wir runter. Die Steuerung finde ich recht klassisch, also die neuen Features sind gut implementiert, wenn man das mal mit der alten Steuerung vergleicht, mit der Steuerung, die ich kenne. Also finde ich wirklich super gemacht. Oh. Oh. Wow. Ich gehe halt hier hoch. Können wir uns hier an der Treppe verstecken? So, jetzt haben wir den mal gepfiffen. Oh Mann. Kommt er nicht hoch und? Was will der denn hier? Pass ihm! So, bam, 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 Level 1 Gegner halt. Ja, also bei diesen Geräuschen mag man sich ehrlich gesagt nicht vorstellen, was der da gerade gemacht hat. Ich meine, es ist natürlich auch unrealistisch. Man würde niemals solche Takedowns machen, wenn man die Möglichkeit hat, das unblutiger zu machen und vor allem schneller. Hallo? Da drüben wird mir ein Eingang angezeigt. Da schleichen wir doch mal hin. Oh. Shit. Jetzt werden wir mal hier hochkommen und den... Schade, ich dachte, wir könnten ihn noch überraschen. Konnten wir leider nicht. Ich spiele ehrlich gesagt sehr viel lieber mit der Eevee. Das macht mir mehr Spaß. Weil, ja, da wird halt das Schleichen gefördert mit. Und mir persönlich macht das mehr Spaß. So, jetzt warten wir mal hier an der Ecke. So, da hat er uns gehört. Hoffentlich kommt er. Selbst die Kinder gucken zu uns. Kommt er denn jetzt, ne? Tja. Dann, so, dann können wir mal unsere Attentatstatistik auffüllen. Ah, Deckungsattentat. Das ist sogar noch was extra. So. Wir nehmen mal wieder das mit, was er dabei hat. Gut, wir haben Wurfmesser. Wurfmesser. Die zeige ich irgendwann später nochmal. Den hatten wir schon, genau. So, und dann gibt es hier wieder verschiedene Eingänge. Oh, schade, ich dachte, wir schaffen es noch vorher. Aua. Ja, die Kontozeit ist etwas klein. So. Ja, nicht mehr. Aua, der liegt aber... Ja, ich weiß nicht, ob der nochmal aufwacht. So, ich gehe jetzt mal aus dem Schleichmodus raus. Werter Herr, es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich eine Eisenerzquelle erschließen konnte, die uns für die kommenden Jahre einen stetigen Profit garantieren und genug Rohmaterial zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritterschlag. Was soll das? Okay, erwartet den Ritterschlag. Tada. Das ist erledigt. Oh, und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starix Getriebe. Ein großes zwar,
Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Wir nehmen den noch mit, so schön Tatort bereinigen. Und dann entkommen wir einfach mal zusammen mit ihm. Tap-tada. Ja, okay, das sollte nicht hin, aber passt auch. 11. Oh. Der kommt wie gerufen. Wir müssen auf einen fahrenden Zug aufspringen. Cool. So, und? Vom Zug runtergetreten. Jetzt haben wir hier nochmal kurz Frame-Einbrüche. So, jetzt noch einen runter. Jetzt versuchen wir mal hier, dass unsere Kombo nicht unterbrochen wird. Ich habe mir auch mal einen Video von Ubisoft angeguckt, weil ich das mit dem Kombo-System überhaupt nicht verstanden habe. Und es ist im Prinzip so, wir machen mehr Schaden, je höher unser Kombo-Dings ist. Oh, da sind ja noch mehr. Da liegen sogar noch Hüte rum. Ja. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Ja, nennt sowas außerplanmäßigen Halt? Ich weiß gar nicht, was nennen wir das? Total idiotische Aktion. Ja, schön die Explosionseffekte. Oh oh. Immer alles kaputt machen, Jacob. Oh. Ja, man hat eben noch gesehen, es gibt noch ein paar kleinere Bugs. Und hopp, so da. Und bam. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Ja, würde ich ehrlich gesagt auch machen. Und wir bewerten das Ganze. Ich fand's ehrlich gesagt, ja, so eher mittelmäßig. Also ich würde vielleicht 2,5 Sterne geben, aber es gehen halt nur ganze Sterne. Und jetzt spielen wir mit Eevee, die habe ich wirklich gern. Die sieht cool aus, die hat coole Fähigkeiten und generell, die ist einfach viel cooler.